Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skyline Snowfall. Und wir machen jetzt das Hyperherz-Häschen-Viertel zu dem Must-Be-Place. So, indem wir alles Mögliche, was wir hier finden, da irgendwo hinpflastern. Mir ist es egal, wohin. Hier wird überall was hingepflastert. Alles, was wir denken, das könnte was bringen. Wir haben da jetzt einen Curling Park könnten wir auch bauen. Wo denn? Irgendwo. Ah, hier. Da bauen wir auch noch einen hin. So, jetzt sind hier bestimmt hoffentlich alle eine Rodelhang. Rodelhang. Ach komm, wir brauchen auch einen Rodelhang. Komm. Ein Rodelhang. Was haben wir hier? Ein bisschen Skulptur. Was haben wir hier vorne noch? So einen schönen Schneemannpark, den kann man hier oben hinbauen. Oh. Damit die auch was zum Lachen haben hier. Da auch nochmal einen. Und weil es so schön ist, da auch nochmal einen. So, was haben wir denn sonst noch? Langlaufpark, das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Da kommt er hin. So, da haben wir einen Langlaufpark. Wir brauchen noch einen Grillpark. Klar, Alter, ganz ehrlich. Nichts ist geiler, wirklich. Also, wenn ich wo wäre, ich wäre sofort beim Grillpark, ne? Grillen ist sowieso das Allergeilste, was es gibt. Ganz ehrlich, ist egal, ob es draußen schneit oder was auch immer. Grillen ist toll, ja? Also, warum? Dinoöl. Dinoöl, Café Grande. Ich habe doch jetzt hier so einen schönen Park hingebaut. Warum finden die da nichts von? Warum finden die das alles scheiße? Verstehe ich nicht. Aber ich habe mal eine andere Sache, ein anderes Anliegen. Das müsste nämlich längst Geschichte sein. Wenn das weg ist, vielleicht haben die dann da wieder ein bisschen mehr Bock. Ein Angelsteg. Komm, wir machen einen Angelsteg hier hin. Benötigt Küste. Ich gebe dir gleich Küste. Und zwar volle Kanne hier. So. Und da? Was braucht ihr denn für eine Straße? Kann der auch eine ganz normale? Gefällt sich denn? Hauptsache, ich bin Angelweg. Komm. Was hältst du denn hiervon? Was ist das? Ich will den. Jetzt habe ich einen Angelsteg gebaut, aber jetzt kann ich den nicht integrieren, oder was? Willst du mich eigentlich verkackeiern, Spiel? Komm, was soll das? Ich frag mich, was soll das? Was soll das? Kann man eine ganz normale Straße denn hier andocken? Geht auch nicht. Geht alles nicht. Warum? Ich verstehe nicht, wie will man denn dann den Angelsteg da an? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Probleme mit dem Angelsteg, ey. Ach, der war vielleicht ein bisschen zu weit unten. Was ist, wenn ich den jetzt hier oben hin mache? Jetzt müsste das aber eigentlich funktionieren. Komm schon. Komm schon, nimm dir davon eine extra Portion ab. Ich gebe dir kein Gefälle zu steil, ey. Ohne Mist. Wieso? Wieso denn? Alter. Gefälle zu stellen. Ja klar, wenn man das Teil ein bisschen nach unten durchzieht. Ey. Was ist das überhaupt für ein Angelsteg? Alter. Oh, ey, wenn du da runterfliegst, ey. Nein, bitte. Den müssen wir woanders hin platzieren. Das geht ja gar nicht. Den müssen wir hier hinten. Hier, komm, da können wir den hin platzieren. Da ist es auch noch relativ schön gediegen. So, und komm. Wir bauen jetzt hier eine Straße. Wir bauen jetzt hier so ein. Oh, sie ist bereit, Billy. Komm, Baby.
Der braucht eine richtige Straße, oder was? Ja, den können wir natürlich nicht pimpen, weil es ja nur ein Gehweg ist. Und Gehwege lassen sich nicht pimpen. Gefälligkeit. We don't need no... Ah, okay. Super, jetzt haben wir einen Angelsteg mit der übelsten Straße dran. Oh, Backe. Okay, wir haben Angelsteg. Was haben wir denn? Eishockeyspielfeld. Eine Schneemobilstrecke wäre natürlich auch genial. Ein Yachthafen. Was zum Geier habe ich hier gerade ausgewählt? Schneemobilstrecke. Boah, klar, komm. Haben wir ja zwar schon an der Uni irgendwie, glaube ich. Aber warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wenn wir das hier noch irgendwo hinkriegen. Wir müssen ja irgendwie ein bisschen die Gemüte hier erheitern. Die wollen doch alle ein bisschen eine Bespaßung, ja. Aber ich glaube, wir haben doch hier schon was. Ja. Dann bauen wir hier nochmal was hin. Ort ist bereits belegt. Ort ist bereits belegt. Was man da jetzt, da müssen die doch, die jetzt so rot sind, hoffentlich auch mal wieder ein bisschen grüner werden. Was ist denn hier überhaupt? Lösungen GmbH. Komm, dann kriegt er doch daneben einen Schneepark. Ich verstehe das nicht, warum die hier alle so am Rummucken sind. Kriegt er da auch noch was? War ja schon fast überall. Tolle Parks und so. Und dann sind die immer noch am Meckern. Okay, hier unten haben wir noch nichts. Da will ja eh keiner hin. Da haben ja eh keine Arbeitsplätze. Machen wir da nochmal was. Und selbst wenn ich da was baue, heißt das immer noch lange nicht. Sieht man ja hier oben. Dass da jemand hin möchte. Und arbeiten möchte. Wir haben 33.000. Immer noch genug Nachfrage nach Wohnungen. Werden wir einfach mal ein paar Wohnungen bauen, wa? Ein bisschen umstrukturieren. Wir haben ja sowieso keine Arbeiten. So, jetzt müsste aber auch ein bisschen der Grundwert hier, der Grundstückspreis gestiegen sein. Gucken wir mal. Der Bodenrichtwert, der Bodenrichtwert. Mensch. Ja, aber der ist irgendwie nicht so hoch wie hier. Also hier ist irgendwie... Ich verstehe auch nicht, warum, ne? Warum der so grün ist. Wir haben einfach zu... Ach, vielleicht weil das... Ich kann mir vorstellen, warum. Weil da so viele Straßenbahnlinien sind. Und hier sind nur so 3 Stück. Und das finden die alle total lächerlich, wahrscheinlich. So, das brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr. Weil... Weil halt. So einfach. Was haben wir denn hier? Auch irgendein Crap, den wir nicht mehr brauchen. Vielleicht einfach nur mal just for fun, weil wir es können. Nochmal so eine Strecke, die hier nach oben führt. Aber die müsste ja dann wieder runterfahren. Das heißt, theoretisch könnten wir nur bis hier, was dann auch doof ist. Oder wir bauen hier nochmal. Komm, machen wir einfach, weil wir es können. Das wollte ich jetzt nicht. Egal. Wird gleich wieder geändert. Kann man nicht einfach. Nee. Dann machen wir das. Och, das tut mir aber wirklich leid. Also wirklich, Leute. Also das hätte ich jetzt echt nicht von euch erwartet, dass ihr euch
da so drüber echauffiert, oder wie man das nennt hier. Gut. So. Alter. Ich möchte nochmal eine Straßenbahnlinie bauen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie baue ich die? Ich würde vorschlagen, wir bauen die so runter. Oder wir... Wo haben wir eigentlich die hier angefangen? Die müssen wir da angefangen haben, ne? Oder wir verbreitern die einfach, warum nicht? Dann haben wir aber keine mehr in der Mitte, wa? Ist das alles ein Drama hier? Ein Drama, Drama, Drama. Wir könnten theoretisch hier so eine runtergehen lassen. Also hier wieder hoch, hoch. Und hier unten wieder endet. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Wir fangen hier unten eine an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir hier eine. Dann haben wir hier auch noch eine. Da sind sie sich dann immer am Freuen, ne? So, oh, wie cool, wir haben eine Haltestelle. So, jetzt ist die Frage, gehen wir durch die Mitte? Oder gehen wir hier hinten lang? Also eigentlich, weil wir nämlich die erste hier gemacht hatten, müssten wir hier durch. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das so eine gute Idee ist, weil da ist nämlich diese super Langstreckenverbindung. Gucken wir uns mal die super Langstreckenverbindung an. War die letzte, ne? War 10. 16 Fahrzeuge, 200 Straßenbahnlinie 8. Die ist überhaupt nicht haltbar irgendwie. Die bringt überhaupt nichts. Ganz ehrlich, die bringt wirklich überhaupt nichts. Drei Passagiere. Die kommt weg. Die braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Ja, dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir die hier trotzdem runterschicken. Ich meine, in der Mitte haben wir ja sie. Ja, komm, wir schicken sie einfach hier durch die Mitte. Da einmal. Da haben wir auch eine. Die auch. Hier nochmal eine Haltestelle. Und da wird die Linie beendet. So, Linie 8 ist Geschichte. Jetzt haben wir Linie 11. Die wird jetzt dafür blau. So. Gut. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie denn hier noch... Also das soll mal irgendwie ein bisschen schneller bearbeitet werden, weil ganz ehrlich, 9... Wir haben keine U-Bahn mehr. Also das geht mir ein bisschen auf den Keks gerade. Ja, nur so ein bisschen. Oh, ein Gebäude ist abgebrannt. Das tut mir aber leid. Wir machen gerade nur 6000 plus. Ja, ich weiß auch warum. Weil wir jetzt ganz viele von diesen bekloppten Parks hier hingesetzt haben. Haben wir denn das Gebäude Instandsetzungszeugs? Hier war das, ne? Ja, da unten haben wir doch eine. So. Kreuzung und Verkehr, ja, ich weiß. Ich habe euch auch lieb. Wir haben 33.000. Hier unten, das wird planiert. Planiert. Und da kommen jetzt auch noch schöne, ganz normale Wohngebäude hin.
Weil wir brauchen noch richtig viele Wohngebäude, man sieht das ja hier. Voll die große Nachfrage. Bürogebäude. Was mir eigentlich auch gut vorstellen könnte, ist, wenn man hier jetzt auch noch so ein paar kleine Straßen einfach noch hier so reinmacht. Machen wir einfach direkt hier neben dieser Schießbude hier. Oh, das tut mir jetzt aber sowas von leid. So, und dann machen wir hier einmal so ein... Das war nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte das. Und warum macht ihr das nicht? So. Nee, ich bin jetzt fertig mit meinem Abriss. Ich will jetzt die Straße bauen. So, dann... Ja, und hier bauen wir auch noch ein bisschen nach da. Hier vielleicht auch noch ein bisschen nach da. Aber das reicht dann eigentlich auch. Hier könnte man dann jetzt... ja, was machen wir denn da? Erstmal planieren wir hier oben was. Das geht mir nämlich auf den Keks hier. Weg, 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 weg. Das habe ich am Anfang nur gemacht, damit überall Strom ist. Und jetzt gucke ich... Wobei man das natürlich auch total easy lösen kann, indem man dann einfach sagt... Ja, wir bauen erstmal überall diese Strommasten hin, ne? Aber wäre ja auch zu einfach, ne? Muss ich ja schon echt zugeben. So. Ja, dann machen wir hier ein bisschen alles schön mit grün voll, mit stark besiedelten Wohngebieten. Ich hoffe, dass hier genug Leute meinen, so, ach ja, komm, das machen wir mal. Das ist nur ein Wohngebiet, das heißt, die Leute wollen hier nur wohnen. Vielleicht klappt das ja. Ich bin mir da nicht so sicher, aber wir schauen mal. Also wir haben dann auf jeden Fall hoffentlich wieder irgendwann 35.000. Also so hyper-Herzhäschen-mäßig ist das hier ja auch nicht, ne? Hier will ja irgendwie keiner hin. Naja, wird schon irgendwie... Also ich glaube, jetzt haben wir genug an Wohnraum erstmal. Das war jetzt auch schon fast echt verschwendeter Platz. Da musste wirklich was hin. Also es wird wirklich ernsthaft jetzt. Was haben wir denn hier? Nach Gewerbegebieten. Ja, hier haben wir genug Gewerbegebiet. Aber warum? Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, dann lass es doch abbrennen. So, hier oben haben wir Industrie. Da haben wir Industrie. Da haben wir Industrie. Hier haben wir keine Industrie. Ach, ist das nur die gering besiedelte? Ja, ne? Ja. Ja, die Hyperherzhäschen-Fraktion, ich hoffe, die gewinnt jetzt langsam ein bisschen mehr an. Ja, an Bodenrichtwert. Na, aber hier, ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Und zwar, weil hier so viele Straßenbahnlinien sind. Das wird bestimmt sowas von pushen. Ich meine, ich habe ja hier schon auch schon versucht, genug Straßenbahnlinien hinzubauen. Ach ja.
Gab's da nicht noch? Man konnte das auch noch bei den Richtlinien machen, glaube ich. Pax und Freizeit. Erhöhtes Dekorationsjahr haben wir schon. Ach man, Freizeitnutzung. Was ist damit? Erhöht die Kriminalitätsrate etwas? Oh ja, klar. Erhöht Steuereinnahmen etwas. Erhöht Tourismuseinnahmen moderat. Verringert die Kriminalitätsrate und erhöht das Polizeibudget. Erhöht die Polizeipräsenz. Nein, wir haben jetzt... Das ist ja kein Problem. Komm, wir machen das mal. Wir machen das voll zum Terroristen, zum Touristenviertel. Stimmt, da konnte man ja hier auch noch irgendwas machen. Ne? Komm. Das war das und wir wollten Tourismus-Spezialisierung hier. Oh, jetzt sind sie alle weg. Ja, das ist mir egal. Ich möchte Tourismus. Das wird jetzt wahrscheinlich alles den Bach runtergehen hier. Und wie genau das den Bach runtergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn die Touristen ausbleiben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!